Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name wisst ihr ja bereits. Viele haben ja geschrieben, warum sagst du die ganze Zeit immer deinen Namen? Ja, ich heiße halt so, ne? Das ist so ein Höflichkeitsding, aber ich versuche das mal abzulegen. Der Grund, warum wir gerade in so schlechter Qualität quasi aufnehmen, liegt an der Ligria, die ich euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt habe. Problem ist, ihr habt es wahrscheinlich in dem letzten Video von Philipp gesehen, wo wir mit dem Quad durch die Gegend geballert sind, dass da der Ton nicht so richtig war. Ich zeige euch mal, warum das so war. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt das sehen, wir haben ja hier so einen 3,5 mm Klinkeanschluss. Der hat den Geist aufgegeben, beziehungsweise hat der einen Wackelkontakt. Das hatten wir ja schon mal mit der A7S2, die haben wir ja damals als erstes benutzt. Und ja, die funktioniert nicht mehr, das heißt wieder einschicken. Aber aufgrund der aktuellen Lage ist das ja nicht möglich, wo wir schon beim nächsten Thema sind. Was auch nicht möglich ist, ist, dass ich zum Beispiel wie geplant zu HG fahre, da was Schönes einbauen lasse, zu H&R fahre, da was Schönes einbauen lasse. Ich habe noch Turbo Inlet, Turbo Outlet habe ich noch liegen und so weiter. Geht halt gerade alles nicht aufgrund der derzeitigen Situation. Ihr wisst wahrscheinlich, was gemeint ist. Man muss sich mit dem Thema im Internet ja so ein bisschen bedeckt halten und am besten dieses Wort gar nicht sagen, weil sonst werden die YouTube-Videos gesperrt. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Damit ich aber trotzdem ein Video für euch habe und seien wir ehrlich, damit der YouTube-Algorithmus merkt, ich lade trotzdem weiterhin was hoch, dachte ich mir einfach, ich nehme euch mal mit, wenn ich mein Auto wasche. Wie ich dabei vorgehe, was ich beachte, ich mache nur Handwäsche, aber nur eine Ein-Eimer-Wäsche, keine Zwei-Eimer-Wäsche. Dazu habe ich auch nochmal einen Profi quasi, also für mich einen Profi eingeladen, weil wenn der Typ anfängt, sein Auto zu waschen, dann dauert das 3 Stunden. Das Ganze soll hier heute nicht 3 Stunden dauern. Der Wagen ist auch eigentlich relativ sauber. Ich zeige euch trotzdem einfach mal mit ihm zusammen in der schönen Ligria-Qualität. Und der Soundqualität draußen ist wahrscheinlich ein bisschen windig. Ich hoffe, das passt überhaupt generell draußen dann mit dem Sound gleich. Ja, zeigen wir euch einfach mal, wie so eine ganz normale Grundwäsche oder eine Grundhandwäsche beim Auto funktioniert. Ich hoffe, ihr habt Spaß trotzdem bei dem Video. Es wird demnächst wieder andere Videos geben. Natürlich nicht die ganze Zeit auch nur von meinem Auto. Ist ja ganz klar, weil den kann ich ja nicht 3-4 Jahre umbauen am Stück oder jeden Sonntag da für euch ein Video machen. Ich habe mir gedacht, viele hatten nämlich gefragt, mit was für einem Setup zum Beispiel ich arbeite. Ich schneide ja von zu Hause aus, weil ich da einfach flexibler bin. Für Philipp, für Dennis, für andere Aufträge. Viele Leute schicken mir immer Fragen mit, machst du auch andere Videos? Ja, mache ich. Ich filme selten für andere. Ich schneide meistens nur, weil das Problem ist, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, ich bin halt Philipp versprochen, ne? Das ist Nummer eins. Und viele Leute haben mich auch gefragt, können wir einen YouTube-Channel mit dir großziehen? Nee, geht nicht. Mit Dennis mache ich das. Das ist aber auch eine ganz andere Liga, aber die meisten Leute, die mich anschreiben, da ist das schon so in einem Autobereich. Wenn der ein oder andere mal ein Autovideo haben will, ist das selbstverständlich kein Problem. Können wir das machen. Ich habe zum Beispiel jetzt, was nach dieser Krise dann irgendwann mal losgeht, da möchte jemand ein Video von seinem Team haben. Sowas mache ich, die fahren Motocross. Das ist auch meine Hauptaufgabe, sage ich jetzt einfach mal, dass die Leute mir zum Beispiel von irgendwelchen, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, wenn sie Kart fahren oder unterwegs sind, dann schicken die mir einfach ihr Material und ich zauber dann daraus ein vernünftiges Video, was die dann wiederum durch die Gegend schicken können. Oder was auch immer die damit machen, einfach nur auf der Festplatte haben. Ich mache es auf jeden Fall. Ja, wenn ihr da Lust zu habt, könnt ihr mir einfach bei Instagram anschreiben. Eine Internetseite habe ich noch nicht. Wollte ich jetzt eigentlich in der Zeit mal machen, nur wir haben jetzt heute Samstag, werdet ihr morgen sehen. Also habt ihr schon gesehen. Wir haben für VW was gedreht und da hat der Schnitt ein bisschen länger gedauert, weil auch da gab es leichte Tonprobleme. Jetzt habe ich aber, glaube ich, schon ganz schön viel gequatscht mit Sachen, die euch wahrscheinlich überhaupt gar nicht interessieren. Ich denke, wir legen jetzt einfach mal los. So, da ist er. Guten Tag. Hallo. Du bist Tobi. Ja, Tobi. ja, das ist mein Freund, hört sich schwul an, ist ein Freund. wir waschen eigentlich immer zusammen Auto und du wäschst täglich, fast gefühlt. Naja, einmal die Woche. Einmal die Woche, aber wenn, dann halt richtig intensiv. Oh, das ist sehr windig, lass mal so.
Aber ich hoffe, der Ton passt trotz des Windes. Ja, ich habe dich hierher bestellt, weil wir das Auto waschen und du mir bitte einfach und dem Zuschauer mal deine Vorgehensweise erklärst. Ich hatte ja anfangs im Video gesagt, dass ich euch zeige, wie ich mein Auto wasche. Aber ich kann da nicht viel zu erklären, weil ich eigentlich nur das mache, was du mir gesagt hast, mach das. Und ich könnte euch das halt nicht vernünftig erklären und deswegen dachte ich mir, wir fangen einfach mal an. Ich habe hier einen Eimer von Alus. Warte mal, so, jetzt kann ich auch was sehen. Ich habe hier den Eimer von Alus. Das ist der E1 für die Leute, die es interessiert. Da ist jetzt schon Schaum drin und ein Lappen. Da ist kein Alus-Schaum drin. Warum? Weil das Wasser, was ich habe vergessen, Wasser von zu Hause mitzunehmen, das Wasser, was hier ist, ist schon mit Schaum. Wie gehen wir jetzt als erstes vor? Also als erstes würde ich ihn einmal abspülen, damit der grobe Schmutz runterkommt. Und dann können wir mit der Handwäsche beginnen. Noch kein Felgenreiniger vorher drauf? Also das ist nämlich mein Schritt. Ich mache als erstes, bevor ich den Wagen nass mache, erstmal Felgenreiniger drauf, damit der auf trockener Basis wirken kann. Kann man also entweder vor der Wäsche oder nach der Wäsche machen. Okay, gut. Das heißt, wir spritzen erstmal den Wagen ab. René, ja. Da ein kleiner Tipp von mir. Immer von oben nach unten waschen. Okay. So, was jetzt? Es ist übrigens sehr, sehr kalt. Wir hatten ja die Tage noch 16 Grad so. Jetzt ist gefühlt minus 10. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mit der Handwäsche an. Mit der Handwäsche. Ja. Da auch von oben nach unten. Genau, also ich mache das immer so. Erst Dach, dann Scheiben. Vorne, Seiten, hinten und dann Motorhaube, Stoßstange, dann die Seiten und dann zum Schluss das Heck. Ich weiß es ja, aber kannst du noch mal erklären, warum von oben nach unten? Kannst dein Gesicht auch gerne in die Kamera halten, damit die Leute dich sehen. Ja, weil in der Regel oben der geringste Dreck dran ist und unten von der Fahrt oft sehr viel dran hängt. Und dann würden wir nicht unnötig den Lack zerkratzen mit Dreck im Wasser und so. Fangen wir von oben an und gehen nach unten. Ich habe jetzt hier so einen ganz normalen Schwamm. Ich habe auch eigentlich noch so einen Handschuh, aber habe ich von Philipp so ein bisschen gelernt. Er benutzt das immer oder hat das immer bei der Limo benutzt. Er sagt, der Schwamm kann viel mehr Wasser aufnehmen. Und gerade bei der Limo mit dem schwarzen Lack war das für ihn ein besseres Ergebnis. Ja, aber es gibt mittlerweile auch sehr, sehr gute Handschuhe. Also ich bin eher ein Handschuhfreund. Okay. Möglichst keine kreisenden Bewegungen machen, wobei auf der Folie ist das jetzt nicht ganz so schlimm, weil die nicht so schnell zerplatzt. Aber versuchen keine kreisenden Bewegungen zu machen, dass du wenn, ne? Ist richtig, oder? Genau, immer möglichst lange Bahn, damit wenn Kratzer entstehen, lange Kratzer fallen nicht so stark auf wie kleine, kurze, die irgendwie zickzack sind. So, jetzt die Scheiben, ja? Genau. Machst du sehr schön. Ja, ne? Ich hatte, muss ich mal ganz kurz dazu sagen, ich hatte vor ein paar Tagen eine Polizeikontrolle in Hannover. Weil, viele sehen es wahrscheinlich, ich habe ja mein Kennzeichen hier hinten noch dran. Das ist ja schon von Tag 1 der YouTube-Geschichte quasi. Weil hier sind noch die Löcher drin, hier sind nicht die Löcher drin. Ich hatte mir dann von Kennzeichenheld welche bestellt. Problem ist, die Ansaugung ist ja... Hallo? Ja, hallo. Problem ist, die Ansaugung ist ja noch nicht eingetragen. Das muss noch gemacht werden und ich muss mit dem Wagen halt nach Walsrode fahren, weil er da noch gemeldet ist, weil ich ja da mal gewohnt habe. Ja, deswegen nicht wundern. Also sobald die Geschichte hier wieder vorbei ist, geht sofort zum TÜV. Übrigens danke an den lieben Polizisten, der ein Auge zugedrückt hat, wenn du das siehst. Danke. Der ein Auge zugedrückt hat, weil klar, mir ist auch bewusst, man darf es nicht wegen der Scheibe und so weiter. Keine Kennzeichenbeleuchtung. Aber es ist aktuell halt leider nicht möglich. Ne? Ich wollte an dem Tag, wo er mich angehalten hat, wollte ich an dem Tag direkt zur SAR fahren, dass die Ansaugung eintragen. Ja, aber ist aufgrund der Krise gerade nicht möglich.
Ja, sehr schwierig alles momentan. Ja. Selbst wenn du zum TÜV willst, irgendwie, ich habe gehört, Termine ist momentan irgendwie unmöglich. Ja, es ist ja auch nichts Lebensnotwendiges. Ne? Problem ist halt, dass ich hoffe, dass sollte ich noch mal eine Polizeikontrolle bekommen, weil nicht nur ich für diesen Kanal, sondern auch wir für Philipp drehen ja weiterhin für euch Videos. Das heißt, ich muss mit dem Wagen fahren. Ich hoffe, dass da einfach die nächste Polizeikontrolle wieder so friedlich abläuft. Da war ich schon. Soll ich auflassen? Ja. Und hier ist auch immer wieder zur Fahrtrichtung am besten in langen Bahnen, damit wenn Kratzer entstehen, sie nicht so doll auffallen. Das ist wahrscheinlich für die Leute das uninteressanteste Video, was wir machen. Aber habe ich euch ja gesagt, aufgrund vom YouTube-Algorithmus musste ich mir jetzt irgendwas einfallen lassen, damit ich ein Video überhaupt hochladen kann. Weil wir sind jetzt ja knapp 20.000 Leute auf dem Kanal. Und viele von euch haben vielleicht die Glocke gedrückt. Und sollte ich mal ein Video ausfallen lassen, werden vielleicht nur noch 5.000 Leute benachrichtigt oder so. Das ist halt durch diesen YouTube-Algorithmus immer so eine Sache. Hm. Ich mag waschen. Ich mag's Auto waschen. Ja, ich mag das auch. Ich weiß noch nicht, inwieweit die Leute das interessiert. Ja. Viele sagen jetzt, wahrscheinlich ist langweilig. Dann wird es wahrscheinlich Leute geben, die das cool finden, weil sie einfach Bock haben, was zu sehen, weil sie eh gerade zu Hause sitzen und schon Netflix komplett durchgesuchtet haben. Ja. Ich finde, zu einem schön umgebauten Auto muss auch ein guter Lack gehören. Und da ist halt eine gute Wäsche mit bei, ne? Ja. Das muss. Was ich bei diesen Aldus-Eimern gut finde, ist, muss mal gucken, ob ich den hier rauskriege. Ja, so ein Strömungssieb, ne? Genau, damit der Dreck nicht hochwirbelt. Genau, damit der Dreck nicht hochwirbelt, das ist echt, echt gut. Jo. Klar, viele Leute können jetzt denken, ich arbeite für Philipp, ich muss das hier machen, aber ich könnte auch ganz normal andere Produkte benutzen. Sachen sind ja gut, also warum nicht auch nutzen, ne? Ich muss die Kamera unbedingt einschicken, weil ich glaube, die Qualität ist echt miserabel, vom Ton wie vom Bild. Sehr schick. So, jetzt die Seiten. Beginnt mit Kotflügel, dann Fahrradtür, also Tür und ja, dir fehlt ja leider eine Tür. Und dann der Rest. Naja, leider nicht, das ist schon bewusst so gewählt. Ja. Ja, ich habe mich übrigens entschieden, wie ich das mache mit meinen Sitzen. Ja? Ja. Und zwar lasse ich die Rückbank drinne. Auch wegen meiner Tochter einfach, weil die feiert das Auto auch. Sie sagt immer Porsche dazu, wer auch immer ihr das beigebracht hat, weil jeder weiß, es ist kein Porsche. Ja, und die vorderen Sitze kommen dann im GTD-Stoff, damit das einfach stimmig ist. Sattler habe ich noch nicht gefunden, beziehungsweise mich jetzt noch nicht weiter beschäftigt. Viele hatten mir bei Insta geschrieben oder auch in den Kommentaren, was es da für gute Sattler gibt. Ich werde mich, weil ich denke mal, die werden momentan auch nicht arbeiten, da mal mit beschäftigen, wenn es wieder soweit ist. Also wieder arbeiten und die gucken wir mal, ob heute die Ausgangssperre kommt. Also für euch heute. Es ist Sonntag, ne? Naja. Ja, einfach mal gucken. Hier immer noch Diesel. Aber hier 102. Schön auf den Schuh gespritzt hat er. Oh, ist das schön. Oh. Tut richtig gut. So. Jetzt noch die Stoßstange hinten. Ich glaube, bei Instagram habe ich das gesehen, dass Felgenzelt ein neues Logo kriegt. Echt? Das muss ich hier auch nochmal aktualisieren. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es da schon, das schon öffentlich ist, also ob die das schon gezeigt haben.
gucken, wie weit das davon abweicht. Ja. So, und nun? Jetzt einmal abspülen, damit der Schaum nicht fest trocknet und dann nach die Felgen. Ja, ich muss mir da noch mal eine größere holen. Ja, ich hab dir doch schon gezeigt, welche ich gewonnen. Ja, ich weiß, ich bin noch nicht dazu gekommen. Super. Ja, auch hier bei dem Alus Felgenreiniger der Wirkindikator. Ja, wird so leicht lila. Aber riecht wie faule Eier, ne? Aber ich glaube, ja. jeder Felgenreiniger. Ja, das ist halt das Mittel, was den Rost anlöst. Das riecht halt einfach so. Jetzt einwirken lassen noch, oder? Während wir quasi bearbeitet haben, ist genug Einwirkzeit. Können wir jetzt direkt abspülen. Machen wir jetzt noch die anderen Felgen und dann sind wir eigentlich auch schon durch heute mit dem Video. Wie gesagt, es war nur ein kurzes und auch eher für den Algorithmus gesehen, das Video. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Solltet ihr neu auf dem Kanal sein, guckt euch die anderen Videos an. Normalerweise sind die Videos interessanter und sie werden auch in Zukunft wieder interessanter. Ich würde sagen, bleibt einfach gesund. Ganz wichtig, bleibt zu Hause. Versucht nicht irgendwelche Partys zu machen. Passt einfach auf euch auf, bleibt gesund. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis nächsten Sonntag. Ciao.